Fatima ist eine Person, die dafür gedacht war, für uns die Erklärung über die Worte Gottes zu machen. Wie eine von den ganzen Mitgliedern von Ahlul Bayt sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist der Vater von dieser Frau und er ist der Lehrer von dieser Frau. Wofür wir uns heute treffen, es soll für uns alle ein Stolz sein, dass wir Männer und Frauen, Brüder und Schwestern hierher kommen, um über diese Frau zu reden. Nämlich, das zeigt, wie viele Frauenrechte wir im Islam haben. Dass wir kilometerweise fahren müssen, Verabredungen herstellen, Telefonate durchmachen, Zeit dafür nehmen, um über diese Frau zu reden. Wir wollen nicht über Fatima sallallahu alaihi reden, weil sie die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja, Fatima, i'mali li nafsik, fa inni la ughni anki min Allahi shay'a. Sag, o Fatima, mach für dich selbst, ich nütze dir bei Allah nichts. Wir müssen Fatima sallallahu alaiha als eine Person annehmen und akzeptieren nach ihren Werken, was sie gemacht hat, was sie selber geschafft hat. Denn Fatima geht nicht ins Paradies, weil sie die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Dann ist er zum Paradies zu gehen, der Onkel. Derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Höllenfeuer versprochen wurde, wenn das nach Verwandtschaften ginge. Fatima sallallahu alaihi wasallam hat sie sich selbst gebaut. Wodurch? Dadurch, dass sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam zugehört hat, dass sie an ihren Vater geglaubt hat, dass sie gewahrsam war. Fatima sallallahu alaihi empfing in ihrem Haus mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril als Gast. Und sie ließ sich davon beeinflussen. Das, was der Bruder vorhin zitiert hat aus dem Koran, wusste Fatima sallallahu alaihi wasallam. Wie wissen wir das? Das wissen wir von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn er sagt, das, was das an Wissen geht, von Anfang der Schöpfung bis zum Ende der Schöpfung, habe ich bekommen. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat das ganze Wissen von den Propheten, von Adam bis Isa sallallahu alaihi, geerbt. Und das Wissen, was er geerbt hat, hat er nicht mit ins Grab mitgenommen, sondern er hat weitergegeben. Und wenn er sagt, Fatima ist ein Teil von mir, Fatima ist meine Seele in meinem Körper, Fatima ist mein Herz, wenn er sagt, Allah wird böse, wenn Fatima böse wird, normalerweise andersrum. Wenn Allah böse wird, wird der Gläubige böse. Aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn Fatima böse wird, wird Allah böse. Warum? Das ist ein Zeichen, dass diese Frau fehlerlos war. Dass sie nicht in Ungerecht böse wird. Sie wird nur böse, wenn sie mit der Gerechtigkeit steht. Wenn die Gerechtigkeit auf ihrer Seite ist. Dann wird sie böse und dadurch wird Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wird zufrieden, wenn sie zufrieden wird, weil sie gerecht ist. Das ist die Erziehung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was ist das für eine Schule? Ein Mädchen verliert ihre Mutter mit 8 Jahren in Mekka, wandert mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aus. Sie stellt sich zur Verfügung bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bei jeder Gelegenheit als Unterstützung für ihn. Dieser Yatim, der seine Mutter und seinen Vater in seiner Jugend oder in seine Kindheit verloren hat, fand in Fatima eine Mutter. Und er sagte immer ihr berühmtes Wort, bei uns allen Muslimen, in unseren Büchern steht geschrieben, Fatima Ummu Abiha, Fatima ist die Mutter ihres Vaters. Fatima ist die Mutter ihres Vaters. Wobei er auch sagt, Al-Jannatu tahta aqdamikum ma'ad. Paradies ist unter den Füßen der Mütter. Und Fatima ist meine Mutter. Er hat sie geliebt, weil sie Allah geliebt hat. Und die Liebe, die durch Allah subhanahu wa ta'ala entsteht, ist ewig. Die wird kein Ende finden.
Und die Liebe, die wir für Fatima sallallahu alaihi haben, die haben wir, weil wir an Allah glauben, weil wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Und diese Herstellung dieser Liebe entsteht durch den Schöpfer. Nicht wir lieben Fatima, weil wir Fatima kennen. Wir kennen Fatima kaum. Wir kennen sie kaum. Wir sind dabei, sie kennenzulernen. Und dieses Wissen, was an Winzigkeit hat, dieses winzige Wissen, was wir über Fatima sallallahu alaihi haben, hat uns dazu gebracht, sie zu lieben. Diese Liebe zu dieser Frau ist göttlich. Die ist durch Allah subhanahu wa ta'ala entstanden. Denn die Liebe entsteht durch Allah. Die Quelle der Liebe ist Allah subhanahu wa ta'ala. Fatima ist gekommen und sie ist aus Medina und aus Mekka gegangen. Aber sie ist nicht aus unserem Herzen weg. Sie liebt mit uns. Denn diese Frau hat das Wissen von ihrem Vater getragen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nahm für sie Zeit. Er hat sie ausgebildet. Er hat sie vorbereitet, sodass sie diese Schule für uns so interpretiert, so wie wir das verstehen. Sie und ihrem Mann Ali sallallahu alaihi wa sallam. Mit 8 Jahren verliert sie ihre Mutter, wird sie Yatim wie ihr Vater. Das heißt, sie kann mitfühlen, wie ein Yatim sich fühlt, wie ein Waisenkind sich fühlt. Fatima sallallahu alaiha liebte mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanderte sie mit ihnen aus. Das heißt, Fatima war mit den Muhajirin, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihre Mutter verloren hat und sein Onkel Abu Talib, radwanallah alaihi, kam Jibril zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sagte zu ihm: Ukhruj min Mekka, faqad mata fiha nasiruk. Geh raus aus Mekka, dein Helfer ist gestorben. Die Mutter von Fatima war eine Unterstützung für Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. War ein Rücken für Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sie hat ihn unterstützt. Und als sie gestorben ist, starb die Hilfe mit. Als Abu Talib gestorben ist, starb die Hilfe mit. Musste er Mekka verlassen. Ging er nach Medina und da lebte Fatima 13 Jahre lang und dort ist sie 6 Monate nach ihm auch als Märtyrerin gefallen. Sie hat das Leben verlassen, aber nicht umsonst. Sie hat uns nicht ins Licht gelassen, indem sie uns auch was hinterlassen hat. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt: Fatima ist ein Teil von mir. Was das bedeutet für uns, dass dieses nicht mehr Dasein von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam existierte Fatima 6 Monate weiter lang. Und sie war eine Unterstützung sogar für ihren Mann. Als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sie Ali gegeben hat, am nächsten Tag, nachdem sie umgezogen sind, nachdem sie zusammengezogen sind, ging Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aus dem Haus, ging er zu Ali. Das tut normalerweise kein Vater. Aber dass sie dieses Bekenntnis erreicht haben und sie wissen, dass sie übermenschlich sind, fragte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ali: Kaifa wajadta ibnati Fatima? Wie fandest du meine Tochter? Was antwortet Ali alaihi salam? Sagt: Wajadtuha khayra aunan li. Für Ibadat Allah. Er sagt, ich fand sie die beste Hilfe im Gottesdienst. Er hat ihnen geholfen, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Stellt euch mal vor, dieses Wissen, was Ali alaihi salam gehabt hat, durch Rasulullah sallallahu alaihi salam, in dem Muhammad sallallahu alaihi salam sagt: Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Ich bin Stadt des Wissens und Ali ist die Tür. Trotzdem, Fatima hat ihn belehrt. Trotzdem, Fatima hat ihm was beigebracht. Sie war eine Unterstützung für mich, Gott richtig zu dienen. Fatima sallallahu alaihi wa sallam. Diese Resultat von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fatima sallallahu alaihi wa sallam war die Revolution für Hussein. Fatima war sallallahu alaihi wa sallam den Frieden für Hassan. Hassan hat von ihr Frieden gelernt, sodass er einen Friedensvertrag mit Muawiyah unterschrieben hat. Und Hussein sallallahu alaihi wa sallam war eine Revolution, so dass er das in Karbala gegen Yazid ausgeübt hat. Fatima war für Zainab ein Beispiel, in dem sie mitgenommen hat in die Moschee, wo sie ihre Rede gehalten hat
weil sie traurig war, weil sie zornig war, sie nahm Zeynep mit und hat sie ihre Rede gehalten.